Hallöchen, meine liebe Freunde, wir reagieren heute auf Yo Olli Dissek bei Reportagen. Wir haben es versprochen, weil wir ja das letzte Mal auf den YouTube-Diss-Track reagiert haben und dass ja da die Thematik nochmals nach vorne gekommen ist. Und ich habe einfach gesagt, ich habe Bock jetzt, das nochmals zu geben und nochmals zu hören. Es sind 10 Minuten, das wird eine längere Reaction, aber ich bin gespannt und wir machen jetzt damit Let's Play. Jo Olli, du kannst das Video nicht sperren. Kunstfreiheit, du brauchst mir nicht mit deinem Anwalt zu kommen. Kunstfreiheit, nimm es wie ein Mann und genieß die Show. Grüße Welt, wir sind Anonymous. Lieber Olli, dieser Content ist inakzeptabel und wird von uns nicht länger toleriert. Du missbrauchst deinen Ruf als YouTuber und vergehst dich an minderjährige Mädchen. Du verlierst öfter die Kontrolle über dich selbst. Du bezahlst die Mädchen fürs Küssen und Angrabschen. Deine Übergriffe auf das andere Geschlecht wird von uns nicht länger akzeptiert. Es ist inakzeptabel, dass sowas von YouTube toleriert wird. Dies ist keine Warnung, dies ist die Realität. YouTube Deutschland hütet euch vor uns. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Jo Olli, es ist zu spät, um uns zu erwarten. Auch die Aufmachung schon, das ist auch schon vor 5 Jahren zwar, aber es war schon der Hammer. Hey, ich bin Lisa, 15 Jahre alt und ich war letztens in der Kölner Innenstadt unterwegs und bin dort von einem YouTuber angesprochen worden. Er hat versucht, mich zu küssen und dabei angekrapscht. Als ich gehen wollte und mich umgedreht habe, hat er mich einfach wieder zurückgezogen und es wieder versucht. Und erst als ich angefangen habe zu weinen und wirklich weg wollte, einfach nur, hat er von mir abgelassen. Eigentlich mag ich keinen Hass, ich bin für Frieden und für Liebe und es sind nur die YouTuber, die es wirklich auch verdienen. Denn wenn ich recherchiere, rappe ich nur Fakten, vermische sie mit Punches, kreative Schiene. Meine Diss-Tracks sind human, sie sind nicht übertrieben, doch dieser Diss-Track wird die anderen überbieten. Mir haben Mädchen geschrieben, nicht nur eine, sondern viele. Warum findet man deinen Namen in dem Wort Pädophile? Das ist keine üble Nachrede, denn wenn ich auf deinen Kanal gehe, kann man die ganze Scheiße nach... Das ist das Schlimme, das war wie zu der Zeitpunkt wirklich so und das war richtig heftig. Sehen. Hast du Panik, Olli? Komm und sag was, Olli, wir sind nicht verliebt, doch es wird ernst zwischen uns. Auch da schon der Beatwechsel wieder mega der Hammer. Man darf deine Scheißfresse nicht einblenden, sonst wird man weggestrikt. Heute kenne ich keine Gnade, Blade Wesley Snipe. Seine Stimme ist halt einfach nur der Burner. Seine Stimme hat so viel Kraft dahinter. Denn du kannst die Wahrheit nicht verkraften. Ich bin Meisterdetektiv, ich rappe Beweise und die Fakten. Bringen wir doch mal einen in die Materie. Das ist die Geschichte von Olli und Minderjährigen. Dein ganzer Channel ist nur eine Kinderserie. Die Mädchen, die du küsst, lesen Wendy und haben Ferien. Dieser Jolli wollte schon immer ein Spotlight. Er wollte Fame, er wollte das Money, wollte das Bosslight. Wollte sich mit Frauen profilieren, doch sieht aus wie ein Lauch mit einer ganz hohen Stirn. True Story. Mittlerweile weiß jeder, was für ein Mensch du bist. Eigentlich sind deine Arme dünner als ein Fenstergriff. Schaut euch. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Meine Arme sind auch dünner als ein Fenstergriff. Weil nein, schon ein bisschen breiter, aber. Jetzt auch nicht der breiteste. Ich bin auch ein Lauch. Mach dann Banner an und such mal ran. Nur dann erkennt man es. Hä? Bizeps gefoto. Warte. Wo ist es? Jetzt will ich kurz angucken, warte. Mittlerweile weiß jeder, was für ein Mensch du bist. Eigentlich sind deine Arme dünner als ein Fenstergriff. Schaut euch mal dann Banner an und such mal ran. Nur dann erkennt man es. Hä? Tatsächlich, da sieht man es, da merkt man es dann daran, weil das T-Shirt würde nie so verlaufen. Man sieht es auch hierbei. Oh, hammerharte Scheiße. Bizeps gefotoshoppt. Das hier ist für alle jungen Mädchen, die du
Vordercamp belästigst. Das hier ist für alle jungen Mädchen. Viele sind noch minderjährig. Und das Problem ist, er hat damit noch nicht aufgehört. Das hier ist für alle jungen Mädchen, die du Vordercamp belästigst. Das hier ist für alle jungen Mädchen. Viele sind noch minderjährig. Du pädophiler Kindergartenkopf, du wusstest von dem Diss und hast mich dann auf Instagram geblockt. Dein erstes Video kam 2015, Asi-YouTube-Ära, Content gleich Dünnschiss. Bei deinen Fans hast du ne Vorbildfunktion, du bist kein Hugh Hefner, nur weil du mit Girls chillst am Dom. Scheiß auf Scorpi, scheiß auf Marvin, scheiß auf Kevin, scheiß auf Luca, scheiß auf Dennis, scheiß auf Simon. Hab den Shitstorm deines Lebens oder lösche dein Kanal, sobald es online geht, musst du dich entscheiden. Dein Special ist so peinlich, Mann, was große Produktion, ich brauch kein Team hinter mir, denn ich hab Stimme und den Flow. Und das stimmt. Das stimmt halt einfach so hart, weil er hat einfach eine geile Stimme dafür. Und den Flow sowieso. Auf den Hype-Train, wenn ich dir die Augen aussteche, hast du dann ein Blind Date? Das hier ist für alle jungen Mädchen, die du vor der Camp belästigst. Das hier ist für alle jungen Mädchen, viele sind noch minderjährig. Das hier ist für alle jungen Mädchen, die du vor der Camp belästigst. Das hier ist für alle jungen Mädchen, viele sind noch minderjährig. Ich hab die Kommentare deaktiviert wegen Reportagens Ruf. Ich habe ihn auf Instagram geblockt wegen Reportagens Ruf. Ach Olli, was mach ich bloß mit dir? Ich habe noch zwei Leute, die dir auch mal eben ganz kurz was sagen wollen. Gib es dein Instagram für Kindergartenkinder, dann wär Olli gleich der Erste, um die Kinder drin zu f***ern. Denn der Olli wurde durch Snaps und dieses Tinder so behindert, dass er große Frau nicht klärt, sondern nur minderjährige Kinder. Alter, yo Olli, wo ist dein Niveau, Olli, du? Das ist leider auch so hart, dass es so weit geht und die Scheiße eigentlich alles nachzusehen ist. Und ich habe halt immer noch das Bedenken, dass er damit bis heute noch nicht aufgehört hat. Du bist nur der Hallo, ich Kinder in den Po, Olli. Ich mach, dass die kleine Nutte Oliver twirkt und lass ihn blauen. Und ich bezahl ihn mit nem Hollister-Shirt. Fick nicht mit der Gemeinde, gib dir Slaps in deine Fresse. Und du Bitch gehst von alleine wie mit Exosuit-Skeletten aus dem Weg, Digga. Wir sind keine Promis, wir sind Hooligans. Und ich red nicht von Fußball, wenn yo Oliver paar Kugeln fängt. Du findest kleine Mädchen geil aus Prinzip und schickst den Asi-Memos, als wärst du bei 385i. Und komm mir nicht mit Neid, lieber schneide ich mir den Sack ab, Kid, als Bitches durchzuficken, die noch in der 8. Klasse sind. Aber auch wieder der Beat war mega. Check von Crack? Wird es das sein? Ja, Jack von Crack. Also Creek. Sorry, Jack von Creek oder so. Ich werd dir die Hasenzähne bis in den Magen drehen. Wir sind so voll im Blockierung. Was ich bei ihm halt schade finde, dass die Stimme so hart gemacht ist. Ein bisschen weniger, ein bisschen von der Tiefe her geil, aber ja. Von deinen Atemwegen. Du wohnst in meiner Stadt Dortmund, du Fehlgeburt. Treff ich dich auf der Straße, schneide ich dir die Kehle durch. Es ist klar, was der Hurensohn kassiert. Mit mikroskopischem Gehirn, deiner großen Stirn. Au, mit deinem behinderten Konzept holst du die Minderjährige, so wie eine Kinderserie. Du gehst am Mädchen wegen kindlicher Penisgröße. Hast du eine Frau, fix ist nicht mal theoretisch möglich. Hier ist Real Talk, mit dem ich dir den Kopf absehe. Du bist das Update von Schwarz aus der JMC. Du bist dümmer als ein Höhlenmensch. Yo, Olli, du bist so schwierig, du könntest dich Öli nennen. Je nach ist deine Karriere vorbei. Mach keine Faxen, Bitch, die Gemeinde regelt den Scheiß. Oh. Mega cool gemacht, mega cool gemacht. Es geht um einen Jungen, ihr habt es im Titel schon gelesen. Diesen Jungen kannte ich nicht. Und diesen Jungen habe ich an diesem Tag schon öfter gesehen. Also bestimmt 2-3 Mal ist er um mich herumgeschwirrt wie so eine Biene. Wisst ihr, wie seine Umarmung aussah? Seine Hand kam von hier und dann war so. So, wisst ihr, so. So! Ja, so wie du normalerweise eigentlich deine Freundin umarmst, sozusagen. Also, da würde ich jetzt sagen. Und das finde ich dann halt schwierig, wenn du das machst in dem Moment, weil vor allem er in seiner Position
als YouTuber sowas auszunutzen, ist halt einfach scheiße. Und das ist nicht der erste, es gab ja da auch schon Geschichten. Currywurst, es gab schon Geschichten von anderen, wo ich halt sagen muss, so, ey Leute, nur weil ihr jetzt bekannt seid, hört auf, so eine Sache auszunutzen. Es ist scheiße. Ja, die armen Mädels, die sind dann auch teilweise geschädigt für solche Sachen. Und vor allem, wenn es dann noch Minderjährige sind, finde ich das sowieso nochmals kritisch, weil ich einfach sage, so, ey, weiß nicht, wie man das machen kann. Also, ich kann es nicht verstehen. Und da geht mir auch persönlich immer das Messer im Sack auf. Oh, wisst ihr, was ich meine? Als ob wir irgendwie zusammen wären und er hat mich richtig, nicht wirklich fest oder so, aber das war so. Aber für mich war das Belästigung, da ich... Ist es auch, kann ich auch nachvollziehen. Also in dem Moment, wenn du auch sagst, in dem Moment, dass du das nicht möchtest und er tut das trotzdem, dann ist es Belästigung. Ich klipp und klar gemacht habe, dass ich das nicht möchte und er aber nicht aufgehört hat. In dem Moment hat er mich, ich weiß nicht mehr, ob er mich am Arm... Ist sogar übergriffig. Also übergriffige Belästigung kann man teilweise sogar schon als teilweise Körperverletzung deklarieren. Weil unter Körperverletzung versteht man mittlerweile nicht nur noch normale Körperverletzung, sondern auch psychische Gewalt oder psychische Erpressung. ...gepackt hat oder auch an der Hüfte oder so. Irgendwo hat er mich angefasst, genommen und mitgezogen, mit sich gezogen quasi. Komm, ich wut im Bauch, Cholerika. Was war auf den Video-Days mit dieser Erika? Du hast sie belästigt und sie hat deinen Namen nicht erwähnt, wenn ich das... Finde ich halt schwer. Ich meine, ja, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit erwähnt, okay, aber man sollte sich trotzdem wehren dagegen, vor allem gegen so eine Belästigung, weil das kann ziemliche krasse Folgen haben. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also, das kann dann halt wirklich Ausmaße annehmen, diesen unschön. Bei der Mädchen machen würde... Es gibt natürlich auch den harten Fakt, dass es auch manchmal umgekehrt ist, zum Beispiel, dass du das eben nicht getan hast, aber bei Yo Oli weiß man, dass es getan hat. Da hat man sogar die Beweise dazu. Es gibt aber halt auch das harte Gegenteil dann. Aber ja, da muss eigentlich auch Ohren dafür geschenkt werden. Man muss halt zuhören, weil da braucht es dann viel Verständnis. Will ich dich mal sehen? Es hat nicht lang gedauert und es wurde aufgedeckt. Hör auf mit YouTube, Mann, du Bitch, sonst gibt es 1000 Tracks. 100 Bars, 100 Mal, 1000 Bars, 1000 Mal, mir egal. Zwing mich nicht zu dir nach Hause zu kommen. Ich kann's nicht glauben, Mann, mich traf wirklich der Schlag. Was die Girlies mir geschrieben haben auf Insta privat. Oha. Oh mein Gott. Er denkt, er hat zu Frauen einen guten Draht. Die meisten Chicks in seinem Clips wurden nicht einmal gefragt. Oha, the fuck. Die über 18 werden ganz einfach bezahlt mit deinen Honey. Na, wie fickst du denn mit oder ohne Gummi? Ekelhaft, respektlos, intime Fragen. Deaktivier mal lieber wieder Kommentare. Das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich halt nicht, dass man sowas tut. Echt. Ich jage dich als Clown, die Kreissäge blitzt. Wärst du ein Game, wärst du ein einziger Glitch. Aber auch wieder hier der Beatwechsel, wieder ein anderer Beat. Das ist einfach so der Megahammer. Ich interessiere mich für dein Scheißleben nicht. Sowas kann man nicht kleinreden, ich brauch kein YouTube, YouTube braucht mich. Du brauchst YouTube, doch YouTube nicht dich. Natürlich gibt's auch famegeile Bitches, die sich angrapschen lassen. Stage-Diving-Bitches. Es gibt auch Frauen, die älter sind und gerne mitmachen. Aha. Sie lassen sich für bisschen Fame an den Schritt fassen. Gibt es? Ja, dann sollte man lieber die nehmen. Sowas wird von YouTube toleriert. Vieles ist gespielt, fake und inszeniert. Ein paar bekommen... Aber das ist halt immer noch so, dass das YouTube bis heute, also das Video ist 5 Jahre an, wohlbemerkt. Und das wird aber bis heute noch auf YouTube oder auch auf Twitch immer noch toleriert, dass man sich auch so in Szene setzt und auch halt sowas tut und dementsprechend halt auch damit Kinder falschen oder Jugendlichen falsche Werte vermittelt. Mit Manie und bei manchen funktioniert's, doch das ändert nicht die Tatsache. Wenn Olli denkt, er könnte kleinen Mädchen gegen ihren Willen an den Arsch fassen. Ich könnte wetten, sowas steht in deiner Strafakte. Ihr braucht diesen Olli nicht beleidigen. Ich werde ihn mit meinem Track einfach beseitigen. Putzotagen wird die Szene wieder reinigen. Nach diesem Diss wird dich keiner mehr verteidigen. Es waren Straßenpranks, sie waren schon niveaulos. Er denkt, er sei ein Viper, hält doch, sieht aus wie ein Toastbrot. Deformierte F***. Oh, der ist schön, der ist schön. Presse nennt dich Olli Asimodo. Du holst dir einen drauf runter, Bengals Frage nach ein Foto. Ich zerfick dich lyrisch und bedroh dich nicht mit Messerklingen. Bevor ich dir die Hand gebe, fick ich Rebecca Wing. Sie ist positiv, negative Promo.
Deine Videos sind schlimmer als von Dilan über Momo. Ich kann dir zeigen, wie die Faust zu deinem Kiefer passt. Russen verstehen dich nicht, doch sagen zu dir Pideras. Irgendwann hast du die falsche Tochter vor der Cam von einem Rocker aus einer skrupellosen Gang. Lösch dein Kanal, ich jage dich als Clown. Und das ist leider wahr. Es kann irgendwann mal passieren und dann hat er ein Riesenproblem und dann ist vorbei, dann ist Geschichte, dann ist Ende Gelände. Kreissäge blitzt, wärst du ein Game, wärst du ein einziger Glitch. Ich interessiere mich für dein Scheißleben nicht. Sowas kann man nicht kleinreden, ich brauch kein YouTube, YouTube braucht mich. Du brauchst YouTube, doch YouTube nicht dich. Natürlich gibt's auch famegeile Bitches, die sich angrapschen lassen. Stage-Diving-Bitches. So, das ist halt so krass. Es ist halt so krass und es ist einfach nur gut. Auch diese ganze Yo-Olli-Sache, das ist ja wichtig und richtig. Also meiner Meinung nach, weil das musste dazu mal aufgedeckt werden. Wir können gerne da auch noch auf die zweite Sache reagieren dann. Da würde mir auch noch was dazu machen. Es sind ja mittlerweile 3 Videos oder 4, die über Yo-Olli gemacht hat. Genau mit dem Thema. Und ich denke mal, das. Auf alle 4 reagieren wir, weil wir sind sowieso in der Vorproduktion, wir brauchen sowieso ein bisschen was für den Kanal. Bis dahin verbleibe ich als euer Feuerdor. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir gerne mit dem Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.